Der TSV Leoben steht zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Cup-Halbfinale und maßgeblichen Anteil daran hat der 34-jährige Stürmer Danny Aller, der mir jetzt in einem Interview zur Verfügung steht. Zunächst mal danke für deine Zeit und gleich mal die erste Frage, dieses 2:1 gegen Altach, was hat das in dir vielleicht auch ausgelöst? Bundesliga-Erfahrungen, die du aus vergangenen Tagen vielleicht nochmal Revue passieren hast lassen? Na, war ein unglaubliches Spiel von uns, war eine super Stimmung im ganzen Stadion. Man hat gemerkt, dass Euphorie ist in Leoben und ja, wir haben von der ersten Sekunde an auf alles gegeben. War nicht einfach auf dem Platz, aber ich glaube, dass wir verdient aufgestiegen sind. Ja, und jetzt wartet Rapid, ein Ex-Verein von dir, du hast auch in einem Interview danach gesagt, zuerst Rapid und dann Sturm. Das könnte theoretisch auch eintreffen. Wie groß ist die Motivation jetzt schon, auch wenn es erst Anfang April stattfindet? Ja, natürlich freuen wir uns auf das Spiel, weil es was Besonderes ist, mit einem als Zweitligist im Halbfinale zu stehen. Unser Ziel war, also unsere Hoffnung war, dass wir daheim spielen in Leoben. Das ist zum Glück aufgegangen. Ja, Rapid ist natürlich ein besonderes Spiel auch für mich. So eine Top-Mannschaft, unglaubliche Fans und auf das Spiel freuen wir uns. Ja. Zu dir persönlich wollen wir natürlich auch noch ein paar Worte verlieren. Du hast speziell in den letzten Wochen, in den letzten Monaten wieder deinen Torriecher unter Beweis gestellt. Was hat vielleicht der Herbst mit dir gemacht? Warum läuft es aktuell so gut? Ja, der Unterschied ist, dass ich jetzt wieder spielen kann, dass ich nicht auf der Tribüne sitze. Ja, ich spüre einfach das Vertrauen vom Trainer, von den Mitspielern. Und natürlich für den Stürmer, wenn du dann triffst, hast du natürlich sehr viel Selbst da dran und das merkt man, glaube ich, auch. Mhm. Was traust du der Mannschaft generell auch in der Liga noch zu? Wir wissen, der GAK hat momentan einen komfortablen Vorsprung, aber ich glaube, man möchte nicht vorzeitig zum Meistertitel gratulieren. Nein, das darf man nicht. Wir müssen von Spiel zu Spiel immer schauen, das ist ganz wichtig. Es bringt sich jetzt nicht zu schauen, was passiert im Mai oder April, Mai. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste und auf das konzentrieren wir uns. Und wenn wir so Gas geben wie in den letzten Wochen, können wir jeden Gegner schlagen, das wissen wir. Wenn wir nur 1% nachlassen, können wir auch gegen jeden verlieren. Deswegen heißt es einfach voll konzentriert sein, einfach immer Gas geben und dann werden wir sehen, was ausschaut. Ein aktuelles Thema möchte ich auch noch ansprechen, ist zwar sehr, sehr weit entfernt, aber könnte tatsächlich Realität werden. Mit Sascha Kalajdzic hat sich ein weiterer Stürmer jetzt verletzt. Die Europameisterschaft naht. Ist das jetzt für einen Zweitligastürmer, der vielleicht jetzt ins Rollen kommt, auch ein Thema im Hinterkopf? Ich glaube, dass es sehr viele Stürmer gibt in Österreich, wo es Bundesliga spielen oder im Ausland. Mit dem beschäftigen wir uns. Ja, wie schaut es generell aus? Ambitionen mit 34 Jahren? Gibt es schon so ein Datum, wo du sagst, da ist definitiv Ende Gelände? Ja, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Mir macht es jetzt unglaublich Spaß. Jetzt hat die Jahre davor, wo ich jetzt nicht viel gespielt habe, hat es mir auch unglaublich Spaß gemacht. Man hat es im Training, glaube ich, auch gemerkt bei der Vienna, dass ich noch unbedingt will, dass ich es noch jedem beweisen will, dass ich es mir beweisen will. Und ja, solange ich Spaß habe und solange ich merke, dass ich am Platz der Mannschaft weiterhelfen kann, werde ich weiterspielen.